Und da sind wir auch schon wieder zurück aus Magalan mit einer neuen Folge Elex. Seid gegrüßt, meine lieben Freunde. Wir machen weiter. Und ich sehe gerade, ich muss mal eben ein bisschen was essen hier. Denn meine Energie ist leider nicht mehr ganz voll. Aber das kriegen wir hin. Ich habe noch genug Fleisch. Ich habe einiges vor in dieser Folge. Aber dazu erzähle ich euch gleich mehr. Ich möchte erstmal eben hier das Gedöns einsammeln. Und dann gehen wir gleich rüber zu... ich glaube, Torgeil ist es, der da sitzt. Ganz gechillt auf dem Stein. Und für alle die, die die letzte Folge noch nicht geschaut haben oder verpasst haben. Kaya und ich, wir sind Hot in Loves. Sie gehört jetzt zu mir, ich gehöre zu ihr. Wir sind ein paar Partners in Crime. Ja. Sie liebt mich. So. Egal, was du glaubst, hier zu suchen, du wirst es nicht finden. Du weißt nicht, was ich suche. Nein. Und es ist auch unwichtig. Du wirst diesen Ort sofort wieder verlassen. Was? Ich weiß von deinem Kampf gegen den Hybriden. Das hättest du besser nicht sagen sollen. Soeben warst du nur ein Störenfried, der sich verlaufen hat. Oh oh. Und nun gefährdest du meine Mission gegen den Eispalast. Und ich muss dich töten. Ich kann dir helfen. Der Eispalast war einst meine Heimat. Tatsächlich? Wer bist du? Warte. Ja, jetzt sehe ich es. Oh oh. Aber ich dachte, du seist tot. Ich bin ein Wandler zwischen den Welten. Gejagt von den eigenen Leuten. In der Tat. Du siehst verändert aus. Ein bisschen. Und doch, was willst du hier? Aber du bist auch nicht jünger. Warum? Wie soll ein Mann, der einst die Welt versklavte, seinem größten Feind helfen, der gegen seine eigenen Ideale kämpft? Mein Auftrag war es, mir dein Wissen über das Elex anzueignen. Mein Auftrag war es, mir das Wissen über das Elex anzueignen. Hm. Was sagt mir, dass du diesen Auftrag nicht jetzt noch erfüllen willst, Alp? Das kannst du nicht, aber genauso wenig kannst du auf mein Wissen verzichten. Hm. Wieso? Ich war ein Alp. Und ich weiß, dass du dich hier versteckst. Ich weiß, dass du das Elex umkehren willst. Und ich vermute, du bist nicht weit davon entfernt, deine ersten Erfolge zu verzeichnen. Außerdem sollst du Kenntnisse darüber haben, wie man an den Hybriden herankommt. Hm. Und weiter? Ich kenne die Strategien und Schlachtpläne der Elixitoren. Mein Wissen über die Stellungen der Alps in Xarkor ist zwar einige Wochen alt, doch ist es recht umfangreich. Hm. Könnte sein, dass mich das interessiert. Aber warum erzählst du mir das? Je länger ich hier draußen bin, umso mehr verhärtet sich der Verdacht, dass ich von meinen eigenen Leuten verraten wurde. Ich will wissen, wer. Darum muss ich in den Eispalast. Du scheinst der Einzige zu sein, der mir dazu verhelfen kann. Verbünde dich mit mir. Gemeinsam können wir einiges erreichen. Hm. Gesetz den Fall, ich glaube dir. Was genau erwartest du von mir? Teile dein Wissen mit mir. Sag mir, wie ich unbemerkt in den Eispalast komme. Teile dein Wissen mit mir. Sag mir, wie ich unbemerkt in den Eispalast komme. Unsinn. Die Alps werden dich pulverisieren, bevor du die große Rampe des Eispalastes erreichst. Das ist mein Problem. Nein, ist es nicht. Das Risiko ist zu groß, dass sie dich kriegen und sie dich schlimmstenfalls wieder umdrehen und du dich doch wieder gegen die freien Menschen wendest. Das Risiko wirst du eingehen müssen. Nein. Wir führen einen offenen Krieg gegen die Alps in den Ländern der freien Menschen. Immer noch sterben Menschen in den Konvertern. Immer noch halten die massiven Angriffe der Alps und ihrer Maschinen an. Das muss aufhören. Und zwar sofort. Du willst den Eispalast infiltrieren? Dann beende erstmal den Völkermord, den deine Leute begehen. Erst wenn die Alps den direkten Zugriff auf die Länder der freien Menschen verlieren, werde ich mein Wissen mit dir teilen. Keinen Tag früher. Okay, also wahrscheinlich wieder Konverter ausschalten, denke ich mal. Du willst, dass die Konverter abgeschaltet werden. Du willst, dass die Konverter abgeschaltet werden. Diese Werkzeuge des Bösen haben schon zu lange ihren Dienst verrichtet. Oh, Cutscene. Ich bin gespannt.
Was kommt jetzt? Pong. Ach du Heiliger, was ist denn das? Okay. Je weniger Elex die Alps fördern, umso schwächer werden sie. Und desto eher sind sie zu besiegen. Wenn du nur irgendeinen Weg kennst, sie zu deaktivieren, dann sorge dafür, dass sie endlich schweigen. Krieg der Maschine. Ja, die Cutscene war anscheinend ein bisschen länger. Ist mittlerweile dunkel. Die Elexitoren sind die eigentlichen Drahtzieher bei den Alps. Tatsächlich? Sagtest du nicht selbst, dass du den Verdacht nicht los wirst, dass deine eigenen Leute dich verraten haben? Ich würde vorschlagen, du regelst erst einmal deine Familienangelegenheiten, um deinen Kopf frei zu kriegen, bevor du weitere Schritte gegen den Eispalast einleitest. Hat er gar nicht mal so Unrecht? Nicht nur die Alps führen diesen Krieg. Die freien Menschen bekämpfen sich gegenseitig. Das ist leider wahr. Doch sorgen mich am meisten die Machenschaften der Kleriker. Ups. Ulbricht, der oberste Judikator der Kleriker, plant eine Großoffensive gegen den Konverter der Alps in seinem Land Ignadon. Sollte er scheitern, dann ist Ignadon in der Hand der Alps. Das darf nicht passieren, wenn wir nicht an zwei Fronten kämpfen wollen. Neue Mission. Ah ja. Was weißt du schon von meiner Familie? Ich kenne dich. Bestie von Xakor. Oh. Und ich kenne deinen Vater. Und ich glaube nicht, dass er nur zum Spaß nach Abessa geflohen ist. Was? Der ist hier? Okay, jetzt bin ich richtig neugierig. Wie bitte? Es gibt Probleme mit der Elex-Förderung in Edan? Ja, der Konverter dort ist inaktiv und das schon seit Stunden. Vermutlich nur eine technische Störung. Nein, ich denke, das waren die Berserker. Ich gehe davon aus, dass sie die Konverter stürmen konnten. So wie es sich schon die letzten Wochen abzeichnete. Dafür gibt es keinen Hinweis. Das ist doch offenkundig. Doch sind wir schon zu verblendet, um die Wahrheit anzuerkennen. Was soll das? Höre ich da etwa leise Kritik an unserer Direktive? Nein, aber an den Methoden, diese umzusetzen. Wir dürfen die freien Menschen nicht unterschätzen. Wenn ihre Gemeinschaften ihre Feindseligkeiten einmal vergessen und sich verbünden würden, dann könnte das gefährlich für uns werden. Sei besser vorsichtig, was du sagst, alter Mann. Du weißt, sonst werde ich das melden müssen. Außerdem sind deine Zweifel unangebracht. Die Zukunft gehört uns und deine Söhne sind bald die Speerspitze unserer Armee. Ja, ich weiß. Okay. Vermutlich hat auch er einen Feind im Eispalast. Was? Wie jetzt? Du weißt nicht, dass Vardik zu den Separatisten in Abessa übergelaufen ist? Nein. Ha, dann weißt du über deinen Vater weniger als ich. Kümmere dich besser mal darum. Wie geil. Wenn du mir jetzt noch sagen kannst, wer meinen Gleiter abgeschossen hat, bin ich beeindruckt. Oh ja, auf jeden Fall. Wenn du mir jetzt noch sagen kannst, wer meinen Gleiter abgeschossen hat, bin ich beeindruckt.
Tja, vielleicht ist das gar nicht schwierig. Ich sag mal so, wenn die freien Menschen wüssten, wie man eure Gleiter mit einem einfachen Schuss vom Himmel holt, hättet ihr keine mehr. Also frag dich mal, wer von den erlauchten Herrschaften aus dem Eispalast hier draußen so etwas wissen könnte. Die Separatisten? Unwahrscheinlich. Die kämpfen doch gegen die Elexitoren und nicht gegen ihre Soldaten oder Commander. Du glaubst, es war ein Elexitor? Das würden sie nicht wagen. Ich war im direkten Auftrag des Hybriden unterwegs. Kallax hat dich hinrichten lassen. Kallax handelte nach der Direktive. Wer versagt, gefährdet die gesamte Mission und verdient den Tod. Doch hatte er auch bei meiner Havarie die Finger im Spiel? Gegen den Willen des Hybriden? Tja, und da es keinen Elexitor gibt, der einen direkten Befehl des Hybriden verweigert... Es gibt einen, Zadom. Aber das ist unmöglich. So sicher bist du dir? Nun, an deiner Stelle würde ich den alten Eremiten mal näher unter die Lupe nehmen. Alp. Krass. Ich könnte eventuell einen Alpgleiter mit in die Waagschale legen. Hm, sehr interessant. Und er ist voll einsatzbereit, ja? Naja, ich fürchte, dass er erst noch eine neue Reaktorspule benötigt, bevor man ihn wieder in die Schlacht schicken kann. Bei meinem letzten Flug hatte ich schon Probleme mit meiner X-48-Spule. Kenn ich. Na schön. Habe ich auch öfter. Dann sag deinen Mechanikern erstmal, dass sie deinen Gleiter reparieren sollen. Hm, warte mal. Nicht weit nördlich von hier ist ein altes Fabrikgelände. Ich war schon mal dort. Früher, in der alten Welt, hatten sie dort so etwas wie ein geheimes Wissenschaftslabor. Würde mich nicht wundern, wenn du dort ein passendes Bauteil für deinen Gleiter findest. Hm. Nun, das alles ist ziemlich viel zu tun für einen Mann allein. Was ist mit dir? Ich habe meine Aufgabe hier. Und das ist eigentlich schon mehr, als ich allein stemmen kann. Ich muss weiterarbeiten. Das Elex muss umgekehrt werden. Und koste es mein Leben. So weit sind wir noch nicht. Du hast deine Aufgaben. Komm zu mir, wenn du etwas zu berichten hast. Ich werde hier sein. Statusbericht zu den Konvertern. Statusbericht zu den Konvertern. In Tavar steht noch ein voll funktionsfähiger Konverter. In Ignadon verschwinden immer noch freie Menschen im Konverter. Der stark bewachte Konverter in West-Xakor wird noch betrieben. In Ost-Xakor befeuern die Alps immer noch einen Konverter. Alter! Die Konverter sind das Grausamste, was dein Volk uns je angetan hat. Erst wenn sie alle schweigen, werden die freien Menschen wieder aufatmen können. Okay. Du glaubst wirklich, dass du irgendwann das gesamte Elex der Welt mit einem Schlag umkehren kannst? Ich würde meine kostbare Zeit nicht dafür verschwenden, wenn ich nicht daran glauben würde. Doch sind noch viele Hürden zu nehmen. Ich brauche noch Zeit. Krass. Ich habe mit allem gerechnet, nur damit nicht. Das ist jetzt schon ein bisschen beeindruckend, muss ich echt mal sagen. So, wir gucken mal eben, ob hier oben grob was rumliegt, was wir gebrauchen können. Aber vor allem interessiert mich die Geschichte mit seinem Vater. Ich wünschte, wir hätten einfach mehr Zeit. Okay. Aber bevor ich jetzt überhaupt was tue, ich hatte eigentlich, bevor ich angefangen habe mit dieser Folge, einen Plan. Ich wollte nämlich mir neue Granaten besorgen. Ich wollte zum Überlebenslehrer meine Ausdauer ein bisschen skillen. Und irgendwas wollte ich noch, das habe ich aber mittlerweile wieder vergessen. Ach ja, genau. Ich wollte mir den Händler kaufen und eine Werkbank. So. Jetzt haben wir wieder so viel zu tun, dass ich gar nicht weiß, wo wir anfangen sollen. Warte mal. Okay, wir reisen mal eben hier nach Dingensbummens. Hier. Outlaw-Stadt vor, genau. Gehen da zu Mad Bob, denn von ihm weiß ich, dass er ein Überlebenslehrer ist.
Und ich glaube, da müsste man auch Ausdauer skillen können. Vielen Dank an Rainer für deine hilfreichen Tipps. Denn der liebe Rainer hat mich auch da mehr oder weniger drauf gebracht. Der schreibt immer fleißig bei uns in die Kommentare. 100 Splitter und du darfst dich weiterhin frei im Fort bewegen. Also nur mal für den Fall, wenn ihr auch noch irgendwelche Tipps oder Ideen habt, dürft ihr uns auch gerne in die Kommentare schreiben. Wir freuen uns immer drüber. Hier, wir probieren mal Suggestion aus. Geht nicht, okay. Dann hier. Hier. Es war mir eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Ja, ja, ja. Alter Gierlappen, ey. Mann. So, hier war der Granatenheini gleich irgendwo. Oder? Waffenhändler, ja. Zeig mir deine Ware. Aber natürlich. Oder? War er das? Nee, war er nicht. Doch, da. Da haben wir sie doch. Splittergranate. 13 Stück. Danke sehr. Oh, machen wir nochmal. Zeig mir deine Ware. Aber natürlich. Ja, gib her jetzt. Man weiß ja nie. So. Zeig mir deine Ware. Finde ich schade, aber dass man natürlich das immer wieder neu öffnen muss. So. Zeig mir deine Ware. Aber natürlich. Oh, die kosten auch richtig Geld, sehe ich gerade. Splittergranate. Ja, einmal machen wir noch. So. Und jetzt möchte ich gerne verkaufen. Was habe ich denn hier? Habe ich irgendwas, was der haben wollen würde? Was ich selber nicht mehr brauche? Fell, guck mal. Macht sich gut als Dekoration. Ja, dann brauche ich das nicht. Fangbein. Feder. Krallen. 24 Stück. Zähne. 27. Krass. Knochen. 10. Magnesiumfackeln kann er auch haben. Ja, okay. Handel abschließen. Zack. Dankeschön. So, jetzt gehen wir weiter. Und versuchen mal Mad Bob zu finden. Der müsste eigentlich da hinten irgendwo sitzen auf seinem Thron. Lalalala. Hier liegt auch wieder Schrott rum, oder? Ja. Danke. Dieser Geruch hier ist abstoßend. Kann man nur im Dreck leben? Ja, gute Frage. Doch jemanden. Bring mir etwas bei. Bring mir etwas bei. Wird gemacht. Da, Ausdauer. Dafür brauche ich Konstitution auf 60. So, okay, warte. Das kriegen wir hin. Ich habe noch ein paar Punkte übrig. Da. Zack, übernehmen. Bumm. Dann wird das Kämpfen auch ein bisschen einfacher. Bring mir etwas bei. Wird gemacht. So. Ausdauer lernen. Zack. Sehr gut. Gut, das war das. Und jetzt einmal zurück zum Lager der Mitte. Damit ich das auch abhaken kann, denn ich möchte ganz gerne. Ne, nicht kleines Lager, das ist falsch. Hier wollen wir hin, ne? Ja. Den Händler kaufen. Und wenn das Geld noch reicht, sogar eine Werkbank. Lalalala. So, dazu müssen wir mit der guten Anni sprechen. Da fehlt noch was. Okay, gebratenes Fleisch haben wir keins mehr. Da unten steht sie. Ich habe sie schon gesehen.
Hallo Schätzchen. Ich möchte für den Ausbau des Lagers spenden. Ich möchte für den Ausbau des Lagers spenden. Kein Problem. Was würdest du gerne ausbauen? Händler anheuern. Zack. Nice. Da ist er auch schon. Der hat seinen Stand aber schnell aufgebaut. 1000 Splitter. Schon ordentlich. So, wo steht der jetzt? Steht der jetzt hier, oder? Ist er das? Siedler? Jo, Händler. Hello. Hallo. Zeig mir deine Ware. Natürlich. Natürlich. Ja, und jetzt ist mein Elixit auch fast alle. Oh, hier, Kettensäbel 3. Heftig. Handgranaten hat er, Schutzmaske. Amulett des Dienstleisters. Missionen geben mehr Erfahrung. Auch nicht schlecht. Innereien. Nicht zum Verzehr geeignet. Na toll, was soll ich denn damit? Zähne. Elektroschrott. Klopapier. Okay. Wir haben jetzt leider sowieso nicht genug Geld für das nächste. Da müssen wir jetzt wieder ein bisschen sparen. Aber wir haben einen Händler. Das ist auch schon mal ein kleiner Fortschritt. Und jetzt müssen wir nur mal eben schauen, welche Quest wir jetzt in Angriff nehmen. Ich würde ja wirklich gerne die mit dem Vater machen. Vaterfreunden. Ich habe erfahren, dass der Alpkommander Wardek mein Vater zu den Separatisten übergelaufen ist. Das kommt äußerst unerwartet. Ich muss ihn sehen. Er ist mir einige Antworten schuldig. Auf der Karte markieren. Da hinten ist er. Okay. Wie komme ich da jetzt am schnellsten hin? Wahrscheinlich, wenn ich von hier laufe, ne? Ist auch kein Tele... Ja, wir laufen von hier. Ist okay. Warte mal. Oh, was haben wir hier? Gute Gabel. Und ein Hammer. Zack. So. Alles Klärchen. So, die Richtung stimmt schon mal so grob. Aber finde ich auch ganz cool irgendwie. Mal so ein bisschen rumlaufen, erkunden. Mache ich hier in dem Spiel total gerne. So, guck mal. Wir gehen mal hier den Weg hoch links. Ich habe keinen Bock zu klettern. Ah, siehste. Halt, stopp, bevor ich es vergesse. Granaten ausrüsten. Brauche ich das nachher nicht machen. Zack. Wo sind sie? Da, Handgranaten. Wieso habe ich nur zwei, hä? Ich habe doch Granaten gekauft. Was zur Hölle? Okay, da ist irgendwas schief gegangen. Da sind sie doch, Splitter. Ach, das ist für... Oh, ich bin so doof. Ja, ich habe die falschen gekauft. Freunde, da müsst ihr aufpassen. Seid nicht so doof wie ich. Mist, ich ärgere mich. Weil es auch nicht wenig Geld war. Kann ich jetzt aber auch nicht mehr rückgängig machen. Also aufregen bringt nichts. Ah, na gut. Wir genießen die Aussicht. Und gucken weiter. Na komm runter hier, Hornwolf.
Achso, stimmt, wir haben ja das Amulett, der greift uns ja nicht an. Auch gut. Können wir hier easy peasy vorbeilaufen. So. Mal sehen, greifen die mich an? Mal eben eine Schnellspeicherung machen. Sicher ist sicher. Tü-tü-tü. Hallo Hornwolf. Bei dem ganzen Mist vergisst man immer schnell, wie schön es hier eigentlich ist. Cool, die greifen mich nicht an, ey. Ist ja der Hammer. Also das Amulett funktioniert. Aber ich weiß nicht, ob ich das gut finde, weil eigentlich bin ich ja den Kämpfen nicht abgeneigt. So, ach, guck mal. Ich hoffe, ich kann da jetzt... Okay, jetzt... Oh, da ist ein Teleport, geil. So, ich hoffe, dass wir jetzt hier nicht Ärger kriegen. Konverter Südabesser. Hallo. Oh, das sind Separatisten. Ja, der tut uns nichts. Das ist ja mal geil. Laufen hier mal rum. Oh. Eisschnabel. Danke. Selbst der hätte uns nicht angegriffen. Jetzt ist nur die Frage, ob die sich dann auch nicht wehren, weil dann habe ich ja echt leichtes Spiel mit den Viechern. So, lassen die mich rein? Ah, hier waren wir schon mal. Ich erinnere mich. Da steht er. Vadek. Hallo, Vati. Vater. Jax, du lebst. Es ist also wahr, was man sich über dich erzählt. Ich hatte nicht zu hoffen gewagt. Du hast das Elex abgesetzt? Ich versuche es, mein Junge. Es ist schwierig, die Balance zu behalten. Ich schätze, es ergeht dir nicht anders. Der Entzug ist... In der schlimmsten Anfangsphase war ich bewusstlos. Es geht dir gut. Nur das zählt. Sag, wie ist die Lage da draußen? Heiter bis wolkig, würde ich sagen. Der Krieg nähert sich seinem Höhepunkt. Der Krieg nähert sich seinem Höhepunkt. Noch ist er nicht entschieden. Ich habe es gesehen. Draußen vor den Toren des Eispalastes sammelt der erste Elexitor Tarek seine Truppen. Nicht mehr lange und er wird ausrücken. Wir müssen das verhindern, sonst wird unser Volk untergehen. Was machst du bei den Separatisten, du Sau? Was machst du hier bei den Separatisten? Ich hatte keine andere Wahl. Ich habe bis zuletzt versucht, Tarek von seinem Plan abzuhalten. Es ist Wahnsinn. Und Tarek kennt das Risiko, doch er ist schon zu verblendet, um die Wahrheit zu erkennen. Der eingeschlagene Weg wird zum Untergang unseres Volkes führen. Untergang? Untergang unseres Volkes? Was genau meinst du damit? Tarek hat fast gänzlich seinen eigenen Willen verloren. Jede noch so kleine Entscheidung lässt er sich vom Hybriden genehmigen. Er ist nur noch ein Werkzeug, das ohne Rücksicht auf unsere Direktive handelt. Tarek wird bald alle unsere Maschinen und Soldaten gegen die freien Menschen marschieren lassen. Wie viele Soldaten werden sterben, bis wir unser Ziel erreicht haben? Ich sage, das ist Selbstmord. Wir brauchen alternative Wege. Ein starker Wille ist es doch, was die Mutanten von den Alps unterscheidet. Stark, ja. Aber frei? Du weißt genau, welchen Preis ein Alp bei seiner Berufung zum Elexitor bezahlt. Cutscene.
hast mich gerufen, Meister? Unsere Feinde sind im Vormarsch. Die Gemeinschaften der freien Menschen bedrohen die Grenzen unseres Landes. Wir müssen unsere Kräfte bündeln. Es ist an der Zeit, das Kollektiv um eine weitere Stimme zu erweitern. Ich werde einen weiteren von euch in den Stand des Elixitors berufen. Du, Kallax, hast viel erreicht und hast dich dafür als würdig erwiesen. Bist du bereit, ab heute den Elixitoren beizutreten und der Maschine zu dienen? Ja, Meister, ich bin bereit. So sei es. Öffne deinen Geist und vereinige dich mit mir. Willkommen im Kollektiv, Elixitor von Xarkor. Ach, du Scheiße. Okay. Da hätte ich ja keinen Bock drauf. Du und auch dein Bruder seid lange Zeit die stärksten Kämpfer am Hofe gewesen. Und das habt ihr einzig eurem eisernen Willen zu verdanken. Niemand war in der Lage, euch das Wasser zu reichen. Doch, sieh dich an. Heute bist du ein Geächteter und Kallax ist nun allein die Speerspitze der Alparmee. Ich habe den Verdacht, dass jemand meinen Fall im Eispalast geplant hat. Wie kommst du nur auf so etwas? Meine Havarie, meine Exekution, das war doch kein Zufall. Du, Jax, warst der Einzige, der den Erhalt deines freien Willens einer Beförderung zum Elexitor vorgezogen hat. Ja. Jeder andere, dem diese Ehre zuteil wurde, hat sie auch wahrgenommen. Und ist nun ein verlängerter Arm des Hybriden. Mag sein, dass jemand deinen Sonderstatus als Problem ansah. Doch wer? Ich weiß es nicht. Was ist mit dem ersten Elexitor Tarek? Möglich. Aber ich sagte ja, er ist nicht mehr ganz der Alte. Und für eine Intrige dieser Art gegen den Willen des Hybriden wäre er nicht mehr stark genug. Ja, pass mal auf, das ist der eigene Bruder wahrscheinlich. Was ist mit meinem Bruder Kallax? Das glaube ich nicht. Außerdem ist er ein Elexitor und konnte dir immer direkte Befehle erteilen. Du warst ihm weder im Weg, noch hatte er Grund an deiner Loyalität zu zweifeln. Stimmt. Deine Exekution befahl er lediglich, weil die Direktive ihn dazu zwang. Zadom? Was ist mit dem Eremiten? Was ist mit Zadom? Er hat möglicherweise etwas mit dem Angriff auf meinen Gleiter zu tun. Selbst wenn, dann hätte er das aus anderen Gründen getan, als dich aus dem Eispalast zu befördern. Zadom wollte schon immer der erste Elexitor werden. Alles, was er jemals getan hat, zielte darauf ab. Er hat doch kein Interesse daran, einen loyalen Commander aus dem Weg zu räumen, der gar nicht Elexitor werden will. Was ist mit den Hybriden? Was ist mit dem Hybriden? Unsinn. Die Maschine hat doch von deinen Leistungen am meisten profitiert. Man tötet doch nicht sein bestes Pferd im eigenen Stall. Warum dann der Angriff auf meinen Gleiter? Zadom muss gewusst haben, dass ich an dem Tag nach Idan fliegen würde. Er muss gewusst haben, welchen Auftrag ich hatte und wie er meinen Gleiter zum Absturz bringt. Zu dem Zeitpunkt, als du deinen Auftrag vom Hybriden bekamst, war Zadom schon lange im Exil. Wie sollte er also all das hier draußen erfahren haben? Jemand, der zu der Zeit im Eispalast war, muss es ihm gesagt haben. Wer weiß. Zadom selbst war es jedenfalls nicht. Wer könnte es dann gewesen sein? Ich weiß es nicht. Du solltest dich jetzt besser auf deine aktuelle... Der Vater, er war es selber. Wenn es überhaupt einen Verräter gibt, wirst du seinen Namen kennen an dem Tag, an dem du die große Rampe des Eispalastes wieder emporschreitest. Okay. Wo ist Kallax jetzt? Dein Bruder weiß, dass du noch lebst. Er ist auf der Suche nach dir. Ach du Scheiße. Er will vollenden, was er angefangen hat, bevor er selbst Opfer der Direktive wird. Darum ist er auch allein unterwegs. Ich hörte, dass er in den an Xarkor angrenzenden Gebirgszügen von Abessa auf eine Nachricht seiner Späher über deine Aktivitäten wartet.
Er beobachtet das Land und wird zuschlagen, wenn er dich aufspürt. Wunderbar, als hätten wir nicht noch genug Probleme. Ich ihm zuvorkomme. Mir wäre lieber, dass ihr euch einigt, statt euch zu bekämpfen. Ja, na klar. Dazu ist es wohl ein wenig zu spät. Es muss doch einen Weg geben, ihn aus den Klauen des Hybriden zu befreien. Rede mit ihm. Er ist verblendet, genauso wie Tarek. Ich bin nicht mehr der Stärkere von uns beiden. Also sollte deine Sorge besser mir gelten. Geh zu deinem Bruder, Jax. Versuche dein Bestes. Meine Gedanken werden euch beide begleiten. Ach, du ahnst es nicht. Ist die oberste Direktive denn nicht, das Elex dem Hybriden zu bringen? Ja, aber das war sie doch nicht allein. Was ist mit dem Erlangen von Wissen? Was ist mit der Evolution? Was ist mit der Erforschung der Natur des Elex? In den letzten Wochen hat sich vieles am Hofe des Eispalastes geändert. Seit du fort bist, sind diese Teile der Direktive nur noch Relikte einer Zeit, wo es um den Erhalt unserer Art ging. Das ist vorbei, glaub mir. Es zählt nur noch der Wille des Hybriden. Zu viele Soldaten sind schon gestorben, als dass ich so noch an eine Zukunft für unser Volk glauben kann. Der Hybrid ist Perfektion, die Krone der Evolution. War das nicht immer so? Ich habe mittlerweile berechtigte Zweifel daran, mein Junge. Es hieß, wir sollten Opfer bringen. Doch mit dem Tag deiner Exekution endete meine Loyalität. Ich opfere nicht meinen eigenen Sohn für die Ideale einer Maschine. Verstehe. Krass. Krass, krass, krass. Also ich habe mit allem gerechnet, nur nicht damit. Und leider hat das auch schon wieder sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Aber Freunde, so ist das manchmal in Videospielen. Manchmal wird viel gequatscht, gibt viele Informationen. Und ich muss echt sagen, ich bin überrascht, dass wir hier noch auf den Vater von Jax getroffen sind und dass Kallax der Bruder ist. Habe ich zwar vermutet, aber jetzt haben wir die Bestätigung dafür. Schon krass. Und ich würde sagen, wir machen hier wieder ein kleines Päuschen. Wegen Überlänge und so. Und sehen uns dann hoffentlich, wenn ihr mögt, bei der nächsten Folge genau an dieser Stelle wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und verabschiede mich nun. Bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.